It's official. New Zealand paid off. The client has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Altmaier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules. We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. I know what it's like to have everything taken from you. It's a dangerous thing, having a conscience. Why are you doing this? I like to think no one's untouchable. Good afternoon, 47. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver, with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tunyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally brokered the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely, the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. Okay, Leute, und damit ein weiteres Mal herzlich willkommen zu Hitman. Wir werden heute endlich, keine Ahnung, wir werden heute wieder Hitman spielen. Klassisch im Anzug, Schwierigkeitsgrad, ja. Welcome to Miami, 47. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race.
Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Okay, es geht los, Leute. Und da vorne ist auch schon so ein Dingspunkt. Und keine Ahnung, wie man dem sagt, halt. Entschuldigung, danke. Ich gehe hier kurz vorbei. Jetzt ruft mir Red an, was soll denn das? Okay. Und wir klären das mal ein andermal weiter ab. Du kannst mir dann einfach schreiben, wenn du mit Hitman fertig bist. Genau, mache ich. Okay, bis später. Mach das. Tschüssi. Bis später. Tschüss. So, und wir spielen jetzt weiter, okay. Perfekte Maschine, es tut mir leid, ich habe hier ein bisschen gelabert, aber ja. Okay. Verkleiden Sie sich als Kornstadtmechaniker. Okay, also den hier. Das Ding ist, hier wird niemand sein. Ich hoffe einfach mal, dass hier niemand ist. Nein, nicht Genick brechen! Nein! Oh! So, Leute. Das haben wir gut gemacht. Jetzt wird erstmal verkleidet. Das ist wichtig, denn dann können wir nicht auf. Und werfen ihn hier in den Tunnel. Boah, das wird mir auch riechen dort drin. Also, boah. Wieso bin ich jetzt verdächtigt, hä? Ist hier durch oder hier hinten? Ne, hier rein. Guck, da ist ja auch ein Kumpel. Was ist mit ihm? Hä? What? Was ist jetzt passiert? Muss ich hier rein? Was ist hier? Ach, hier. Ja, ich muss ja runter wieder. Ach, hier. Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay, finden Sie einen Druckluftschrauber. Hallo Leute, na, seid ihr wieder stark im Arbeiten? Wo habt ihr denn jetzt hier diesen Druckschrauberluftding? Und Schraubenschlüssel nehme ich auch mal mit, den kann man immer gut gebrauchen. Ach, hier ist dieses Ding. Nein! Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Ich habe gespeichert, ich versuch's mal. Tut mir leid, sind Sie die Chefmechanikerin? Oh. Ah, okay. Ah ja, genau, ansprechen. Okay, dann nehme ich meinen Kluftschrauber in die Hand. Und wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich einfach warten? Ah, wir boxen Stock bereit machen, genau. Ja. Okay, ja. Oh mein Gott. Da kommt er. Let's go. Oh. Ui. Ich glaube, es wäre nicht mal so dumm, meine Idee in dem Sinne. Werfe ich hier mal noch einen Schraubenzieher und dann mit dem Rohrding, weil dann ist er safe ausgenockt. Weil dann können wir ihn einfach ausnocken. Gott. Die Frage ist, ob die mich jetzt immer noch so sehen oder nicht. Sonst hätte es je nachdem jetzt gerade gar nichts gebracht. Oh, jetzt muss ich da hinlaufen. Okay, aber wir haben jetzt dafür eine neue Dings. Wir müssen uns jetzt als Ted Mendes verkleiden. Oh mein Gott, wie konnten die das denn nicht sehen? Oh mein Gott. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Alter, ich dachte schon, wie will man das sonst machen, ey. Steh auf. So, das ist ein bisschen sass. Okay. Nehmen Sie an der Vorführung teil. Okay. Ja, moin. Alle hier. War
embedded, ready to strike at a moment's notice. Indestructible robotic operators who can infiltrate the deepest sanctuary of any adversary, striking an unseen fatal blow, a surgical tool for the underworld. Imagine an army of them, fully equipped android medics, seeking out wounded servicemen and injured civilians, bringing them to safety, patching them up then and there. Android pilots delivering payloads deep inside enemy territory. Uncanny precision and minimal collateral damage. Ja, Junge, jetzt laber nicht. Ich will das jetzt sehen. Würde das jetzt auffallen? Wenn ich das jetzt mache? Also, ob das geht jetzt. Ich dachte, die erschießen ihn jetzt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Mann, ich wollte was tryen. Okay, Leute, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe sie weggeholt, aber leider musste ich auch nichts hier kill machen. Aber ich, ja gut, ich hätte ihn vielleicht anders. Ich hätte ihn vielleicht auch anders irgendwie ausnocken können, aber ja, wir haben ihn jetzt einfach umgelegt. Das ist auch aus dem. Oh, hier ist eine Kamera. Auf jeden Fall machen wir die kurz rein. Und dann finden wir noch einen Ausgang. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Die sollten wir nicht so offen halten. Ja, gut, bei Security hat mir sehr Spaß gemacht hier. War sehr schön hier in Miami. Wir konnten das Rennen, spektakuläres Rennen anschauen. Und ja, was anderes. Mission verlassen. Alter, wie elegant in diesem Militär-Outfit, Alter. Oh mein Gott. Fast wie ich hier. Nice, Digga. Was, die Missionszeit ging nur eine halbe Stunde. Ich bin hier in der Aufnahme. Über eine Stunde, aber naja, egal. Ja, wir bekommen jetzt hier auf jeden Fall noch ganz viele Sachen hier irgendwie. Aber es ist schade, dass wir diesen einen Nicht-Zielkill machen mussten, aber naja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Oder wenn ihr mehr Hitman sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall weiterhin vorbei. Ja, ja, ich werde in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr noch Hitman bringen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!